Narbe hatte Harry seit 19 Jahren nicht mehr geschmerzt. Alles war gut. Einige werden diese Sätze kennen. Sie sind das Ende der Harry Potter Saga. Harry steht am Bahnsteig und winkt seinem Sohn hinterher, der aufbricht in sein erstes Schuljahr in die Zaubererschule Hogwarts. Narben wie Harry, die habe ich auch. Hier am Finger eine Narbe, die ich mir mal als Kind mit einem Schnitzmesser zugezogen habe. Hier an der Nase eine Windpockennarbe, die vielleicht auch der ein oder andere kennt. Und hier an der Schulter eine Narbe, die mir mal ein Freund mit einem Stock mitgegeben hat. Zugegeben, das sind alles Kleinigkeiten und reicht auch nicht, um davon 7 Bücher zu füllen. Aber trotzdem glaube ich, haben meine Narben und die berühmte Blitznarbe doch einiges gemeinsam. Sie erinnern an Böses, was widerfahren ist. Harry ganz konkret in der Person Lord Voldemort, bei mir wieder ein Stückchen kleiner, Windpocken, ein Schnitzmesser und eben ein Stock. Aber doch sind beides Schmerzen, es ist beides Wut, vielleicht Trauer, das da mitschwingt. Auch Harry denkt am vorläufigen Ende seiner Geschichte darüber nach. Die Narbe erinnert ihn an das Böse, das ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Und es ist immer noch da, in dieser Narbe, aber sie schmerzt nicht mehr. Die Narbe steht für Harry nicht mehr im Vordergrund und fast unwillkürlich kommt sie ihm ins Gedächtnis. Aber weg, weg ist diese Narbe nicht. Wo Narben sind, da war einmal eine Verletzung. Sie zeigen also, dass wir etwas überstanden haben und wir vielleicht auch für Dinge dankbar sein können. Zum Beispiel für meine Mutter, die mir meinen Finger verbunden hat, für die ernst gemeinte Entschuldigung des Freundes oder Harry für die Liebe seiner Eltern, die ihm zwar diese Narbe nicht nehmen konnten, ihm aber das Leben damit geschenkt haben. Wir könnten es mit Harry sagen, alles ist gut, nicht mehr böse. Das ist ein schöner Satz. Und es ist ein Satz, den auch die Mutter zum 7-jährigen Nils gesagt hatte, als der mit blutendem Finger und Tränen überströmt zu ihr ankam. Aber in diesem Moment war da denn alles gut? Für mich ganz persönlich war eigentlich nichts gut. Eigentlich war alles ziemlich blöd, wenn nicht gar böse. Was meinte meine Mutter also mit diesem Satz? Alles ist gut. Meinte sie vielleicht, alles wird gut werden? Gut möglich. Schließlich muss sie gewusst haben, dass mir außer dieser kleinen Narbe nichts bleiben würde. Vielmehr aber wahrscheinlich, alles ist gut, denn ich bin jetzt für dich da. Ich denke mir, auch Harry mag das gedacht haben, als er seinem Sohn hinterherwinkte, wollte es ihm vielleicht mit auf seinen Weg ins erste Schuljahr bringen, aber vielleicht dachte Harry auch an sich und an unser aller Vater, Gott. Denn was tut dieser denn anderes, als uns in jedem Moment mit auf den Weg zu geben? Ich bin da und alles ist gut. Nichts Böses wird an dir haften bleiben. Das ist ein Versprechen, das zugegebenermaßen nach Vertrauen schreit. Denn dieser Gott sagt ganz offensichtlich nicht, alles ist gut. Wir drehen die Zeit zurück, du bekommst noch einen Versuch, solange bis es endlich schmerzfrei knappt. Nein, dieser Gott sagt, alles ist gut, trotz deiner Verletzung. Alles ist gut, obwohl du selbst verletzt und alles ist gut, trotz deiner Narben. Alles ist gut. Nicht mehr böse. Dies ist ein Gott, der sich kümmert. Es ist ein Gott, der uns zutraut, aus unseren Narben zu lernen. Wir dürfen Fehler mehr als einmal machen. Wir dürfen uns trauen. Wir dürfen das Risiko eingehen, verletzt zu werden. Denn er ist da im Letzten und wird uns zur Seite stehen. Das beste Beispiel für dieses Versprechen ist wohl Jesus selbst. Der, der für uns am Kreuz stirbt, verletzt, gedemütigt und im Letzten ausrufend, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trägt doch zwangsläufig Narben von sich, ja gar schlimme, offene Verletzungen. Und doch kommt er zur Auferstehung. Er erfährt im nächsten Moment doch wieder, dass sein Vater ihn natürlich nicht verlassen hat. Das glauben wir als Christen und das feiern wir gleich in der Eucharistie. Und für dieses Glauben, für dieses Feiern braucht es manchmal Narben. Erst im Angesicht des Furchtbaren, stelle ich mir vor, des Zerstörten, des Bösen, erkennen wir unser Gutes, unsere Perspektiven, unseren Vater, unsere Mutter. Erst durch seine, Jesus Narben, glauben wir. Wir sehen seine Verletzung, Konsequenz seines Weges und
Wir sehen ihn leben, trotz aller Narben, trotz allem Bösen.